Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte vom Jama-Institut für dich, für euch. Die Geschichte heute heißt Ein Frosch im Ozean. 7 Yoga-Positionen kommen in dieser Geschichte vor. Wie die heißen und wie du sie am besten machst, das erkläre ich dir jetzt. Wenn du schon geübter Yogini bist und die Yoga-Position schon kannst und kennst, dann kannst du direkt zur Geschichte vorspulen. Sie beginnt bei 5 Minuten und 30 Sekunden. In der Geschichte Ein Frosch im Ozean kommen 7 Yoga-Positionen vor. Wir beginnen mit der einfachsten Position, die du auch schon kennst, der Berg. Du stehst beim Berg auf beiden Füßen, drehst deine Handflächen nach vorne und richtest deine ganze Wirbelsäule auf. Wenn du in der Geschichte den Begriff großer Berg hörst, nimmst du zusätzlich noch die Arme nach oben. Die Handflächen schauen sich dabei an. Deine Schultern ziehst du nach unten, weg von den Ohren. Die nächste Position ist der Stuhl. Du kommst super aus dem großen Berg in den Stuhl. Stell dir vor, hinter dir steht ein Stuhl, auf den du dich jetzt setzen möchtest. Beuge also deine Knie, schiebe deinen Po nach hinten und beuge deinen gestreckten Oberkörper etwas nach vorne. Die Arme bleiben ganz lang neben deinem Kopf. Dein Kopf, deine Arme und dein Rücken sind eine Linie. Die Position Stuhl wird herausfordernder, wenn du deine Knie weiter beugst. Achte bitte darauf, dass deine Knie hinter den Fußspitzen bleiben. Wenn du jetzt mal nach unten schaust, solltest du deine Fußspitzen sehen können. In der Geschichte spielt auch ein Hund mit. Wenn du also das Wort Hund hörst, nimmst du die Yoga-Position herabschauender Hund ein. Dafür gehst du am besten durch den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand sind deine Hände direkt unter der Schulter und deine Knie sind etwas weiter hinten als deine Hüfte. Für den Hund drückst du deine Hände in die Matte, ziehst deinen Bauchnabel nach innen und hebst deine Knie von der Matte ab. Strecke deine Beine dann so weit, wie du magst. Dein Po zeigt nach hinten oben und dein Rücken, deine Arme und dein Kopf sind wieder eine Linie. Als nächstes machen wir den Frosch. Der Name der Geschichte verrät ja schon, dass der Frosch eine große Rolle in der Geschichte hat. Für den Frosch kommst du in eine tiefe Hocke. Die Knie sind weit geöffnet und deine Hände kannst du zwischen den Füßen auf die Matte bringen. Damit der Frosch auch hoch springen kann, ist der Rücken ganz lang. Zieh dafür deine Schulterblätter hinten ein bisschen zusammen und schiebe die Brust nach vorne. Probier es mal aus und spring mal nach oben wie ein Frosch. Wenn du gleich in der Geschichte das Wort Boot hörst, kommst du in die Yoga-Position, die Boot heißt. Setz dich dafür hin, stelle deine Füße auf und stütze dich mit deinen Händen hinter dir ab. Lehne dich etwas nach hinten, sodass dein Oberkörper immer noch ganz lang ist. Deinen Bauchnabel ziehst du ein und dann hebst du erst den einen und dann den anderen Fuß vom Boden ab. Deine Unterschenkel sind parallel zum Boden. Für das vollständige Boot nimmst du nun noch die Hände hoch und bringst deine Arme nach vorne. Wenn du nun noch mehr Herausforderung möchtest, strecke jetzt noch deine Beine. Okay, setze ab und komm in die Rückenlage und entspann dich kurz. Wir haben in dieser Geschichte Yoga-Positionen, die schon etwas mehr Konzentration verlangen. Achte daher darauf, dass du die Position ganz ruhig einnimmst und auch die Wechsel zur nächsten Position ganz achtsam machst. 2 Yoga-Positionen gibt es noch, die gleich in der Geschichte vorkommen. Zum einen der Fisch. Den Fisch kennst du schon aus der ersten Geschichte, ein Krieger rettet die Bäume. Du liegst auf dem Boden und legst deine Hände unter deinen Po. Die Handflächen zeigen zur Matte. Deine Ellbogen schiebst du unter deinen Rücken und die Brust schiebt weit nach oben Richtung Zimmerdecke. Die Schulterblätter ziehst du zusammen. Löse den Fisch wieder behutsam auf und komme in die letzte Yoga-Position der Geschichte, die Totenstellung.
Wenn in der Geschichte gleich von Vorfahren die Rede ist, kommst du in diese Position. Die ist ganz einfach. Du liegst auf dem Rücken, ganz entspannt. Deine Füße kippen locker nach außen, deine Arme liegen etwas abgespreizt vom Körper mit den Handflächen nach oben. Dein Kopf ruht ganz entspannt auf dem Boden. In dieser Yoga-Position hältst du deinen Körper ganz still, wie der Name schon sagt, wie ein Toter. Geatmet wird aber, das ist ganz wichtig beim Yoga. Das waren die 7 Yoga-Positionen für die Geschichte »Ein Frosch im Ozean«. Hoch oben auf dem Berg lebt ein kleiner Junge namens Alexander. Er liebt den Ozean und alles, was in ihm lebt. Fast jeden Tag läuft er den großen Berg hinunter zum See. Im See leben viele Tiere, die schon viel erlebt haben. Einige von ihnen waren selbst schon mal im großen Ozean. Andere kennen die Geschichten von ihren Vorfahren. Alexander wird von der Sonne geweckt. Er reckt und streckt sich und freut sich schon auf eine neue Geschichte unten am Wasser. Da es gestern geregnet hat, nimmt er sich heute einen kleinen Stuhl mit, auf den er sich setzen kann, damit er nicht auf dem nassen Gras der Geschichte lauschen muss. Er will gerade loslaufen, da kommt ihm Addo hinterhergelaufen. Addo ist der Hund der Familie. Manchmal darf er mit Alexander nach unten zum See. Heute ist wohl so ein Tag. Gemeinsam laufen die beiden los, den Berg hinunter. Der Lieblingsplatz von Alexander und an dem auch schon oft die Tiere auf ihn warten, liegt direkt am Ufer bei einem alten Boot. Das Boot darf aber nicht betreten werden, da das Holz schon ganz morsch ist. Heute ist es zusätzlich noch nass vom Regen. Alexander stellt seinen Stuhl direkt auf das kleine Stück Wiese. Er geht zum Wasser und hält Ausschau nach den besten Geschichtenerzählern, die er kennt. Er schaut über den See, nach rechts und nach links und bis ans andere Ufer. Da bemerkt er ein Rascheln hinter sich. Vorsichtig dreht er sich um und blickt direkt in die Augen eines Frosches. Der Frosch ist leuchtend grün und sitzt ganz friedlich dort vor dem Busch und schaut Alexander an. Auch der Hund, der sich schon ganz brav hingelegt hatte, kommt vorsichtig näher und betrachtet dieses grüne Ding. Mit einem großen Sprung setzt der Frosch sich auf die Lehne des Stuhls. Alexander freut sich und versteht, dass heute dieses kleine grüne leuchtende Wesen ihm eine neue Geschichte erzählen wird. Addo legt sich auch hin, ganz gespannt und spitzt die Ohren. Der Frosch beginnt. Hallo Alexander, endlich kann ich dir von meinem Abenteuer erzählen. Ich war nämlich schon mal auf dem Ozean. Naja, vielmehr war ich auf einem Boot. Und das Boot fuhr auf dem Ozean. Das war vielleicht wackelig. So wackelig wäre es hier auf dem See niemals. Am Anfang der Reise wurde mir auch immer ganz übel. Aber da ich ja als Frosch sowieso schon grün bin, bemerkte das keiner. Ich war Gast eines Bootes, das weit hinaus auf den Ozean fährt, um dort Fische zu fangen. Netze werden ins Wasser geworfen, in die die Fische dann schwimmen. Wenn genug Fische hineingeschwommen sind, holt der Fischer das Netz wieder auf das Boot und leert das Netz. Diesen Geruch werde ich nie vergessen. Salzige Ozeanluft und frische, zappelnde Fische. Alexander lauscht ganz gespannt der Geschichte und kann es sich gut vorstellen, wie es auf so einem Boot weit draußen auf dem Ozean ist. Wie gern würde er doch auch einmal mit einem Boot rausfahren und die Wellen erleben und das salzige Wasser und den Geruch der Meerestiere einatmen. Der Frosch erzählt seine Geschichte weiter. Jeden Tag fuhr der Fischer raus und kam mit großen Netzen voller Fische wieder an Land. Ich kannte den Ablauf dann schon langsam und beschloss, dass das mein letzter Tag auf dem Boot sein würde.
Und an diesem Tag erlebte ich etwas so Wundervolles. Ich werde das niemals vergessen. Es ist vielleicht die schönste Erinnerung, die ich habe. Der Frosch springt mit einem großen Satz runter zum Wasser und blickt über den See und träumt vor sich hin. Solche Tiere, die ich an diesem besonderen Tag kennengelernt habe, werde ich nie vergessen. Alexander springt vom Stuhl hoch und läuft aufgeregt dem Frosch hinterher. Erzählst du mir von den Tieren? Der Frosch blickt zu Alexander und nickt. Und er ist immer noch ganz verträumt. Du möchtest bestimmt wissen, was der Frosch dort auf dem Ozean erlebt hat. Welches Tier hat er wohl getroffen? Das erfährst du auch im zweiten Teil der Geschichte. Es gibt ein zweites Video zu dieser Yoga-Geschichte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und danke, dass du da bist und dass du mitmachst. Bis bald!